Mach das echt nicht. Mach das nicht! Nein! Oh mach das wirklich mach nicht! Mach jetzt, komm! Hallo, machen wir das jetzt wirklich? Okay, ich scheiß auf die Cam. Wir machen den Vlog jetzt mit dem Handy. Wir fetzen nach Offenburg. Koffer ist gepackt. Podcast nehmen wir doch nicht auf anscheinend. Wir gehen uns nur besaufen. Von dem her... kann ja was werden. Das letzte Mal, als wir in Offenburg waren mit Cengo, war vor ungefähr 3-4 Monaten und der Zug hat 9 Stunden gebraucht. Wenn die Deutsche Bahn es schafft, das in 6 Stunden hinzukriegen, also ohne Verspätung, dann bekomme ich sogar noch mit, wie Cengo sein Tattoo bekommt. Wenn wir eins gehen, mache ich hier Kyler hin. Hoffen wir mal, Deutsche Bahn kriegt das geschissen. In every life we have some trouble, but when you worry you may... Moin! Das ist der Money Shot. Janis holt mich ab, wir gehen direkt zum Tätowierer. Let's go. Weil ich jetzt einmal auf WG reagiert habe und das ein bisschen läuft, macht er jetzt auf YouTube weiter. Wieso? Wieso? Was läuft denn dein YouTube so? Ich mach die WG-Reaktion, die letzte mit dir. Mhm. Kommt gut an, 10.000 Aufrufe. Dann bin ich in eine WG gezogen. Ja, geil. Ich mag WGs. WGs sind scheiße. Oh. Ja. Zähne putzen, damit die Tätowiererin keinen Mundgeruch von dir hat, ne? Ich kann mal sagen, was du sagst. Der noch nie waren 6 Jungs so ruhig in einem Raum. Das ist es. Nice, Mann. Okay, excuse me? Hallo, hast du ein gutes Internet? Achso, ja. Ach nein! Oh mein Gott! Du bist so lost, du weißt schon, es bleibt für immer. Hey, ich dachte, das geht weg. Ich schicke rein die 2 Bilder. Ja. Meine Cousine schreibt Macher, mein anderer Cousin schreibt eh nicht, ist geklebt. Dann meine Tante Macher. Und dann Tee. Ein Tee einfach. So, Leute, es wird noch frecher. Erst kam Tee, jetzt kommt einfach ein Adana-Teller. Mama sagt zu deinem Tattoo gar nichts. Nix. Er hat geschrieben Macher auf das Tattoo. Der schickt keinen Köftespieß-Teller. Wenigstens nichts zu essen. Also Plan ist folgendermaßen, wir gehen morgen sogar noch ans Heroes Festival. Das ist ja in Freiburg. Stimmt, in der Nähe. Ja. Also verlängern wir noch. So. Young Will live morgen. Und ich habe eine Unterhose dabei, weil ich die vergessen habe. Von denen müssen wir morgen noch einkaufen. Ich habe alles schon aufgebraucht. Wir sehen hier auch links mittlerweile schon. Wir gehen einfach Free Willy. Du kennst dich gut mit Parfüms aus. Wieso das? Ich kann mich nicht entscheiden. Wieso bist du denn verwirrt mit Parfüms? Warte doch eben kurz. Ich brauche jemanden, der bewertet. Okay, frag Jeremy Fragrance einfach. Oh mein Gott. Das ist nur lautes Wind. Das da. Das? Das da, ja. Das schmeckt mehr nach Alkohol. Was? Don't stop, make it pop, DJ, blow my speakers up tonight. Ich bin, mein T-Shirt ist nass gestürzt. Push, pull, Button. Aber ich bin glücklich. Wie oft die Woche? Ich bin heftig, also ich mach Push, ne? War sehr, sehr, aber die haben dich fallen gelassen. Alles nicht schlimm. Ich liebe euch alle. Wie ist das Gebüsch? Mach das nicht. Mach das nicht. Mach das wirklich nicht. Mach jetzt, komm. Nein, Janik, du nicht! Er macht das! Machst du das nicht? Digga, oh. Da kommt ein LKW! Folgendes Problem, wir haben... Junge, Julie, nix folgendes Problem. Wir haben eine Zimmerkasse. Zweites Problem. Und anscheinend, wenn man die ans Handy macht, dann entlädt die sich oder so ein Quatsch. Muss man mal runtergehen und die Karte aufladen. Ich bin jetzt in der Rezeption, aber wir haben ein Problem und zwar... Da ist keiner. Entschuldigung? Hallo? Hallo? Guten Morgen. Es sind ganz kuriose Events passiert. Es ist unser Boden nass. Aber wir sind uns sicher. Keiner hat auf den Boden gepisst. Und keiner hat was ausgekippt. Keiner hat was ausgekippt. Aber es ist voll wet. Und ich bin mit, ich habe halt 2 Hosen dabei und ich habe Cengos Hose angezogen, als ich eingeschlafen bin. Aber ich bin nackt aufgewacht. Irgendwie ohne Kündigung, nichts möglich. Okay, nächster Stopp, wir sind auf dem Gelände angekommen, haben die irgendwie Ticket bekommen. Ja, aber das ist auf so einer komischen Messe eigentlich, das ist gar kein normales, das ist auf einem Parkplatz einfach das Festival. So, ich verstehe das nicht ganz. Das ist einfach so ein Messegelände oder auf so einem Parkplatz einfach die Bühne. Aber naja. Machen wir das Beste draus. Ausfahrt klingt geil, oder? Fahren wir jetzt lang. Aber ich dachte, man darf nicht betrunken fahren. Egal, als ob wir getrunken haben. Das war so klar, dass... Kein Alk am Steuer. Oh, oh. Hey, ich hätte mich doch anschnallen sollen bei dir. Wenn wir jetzt noch so einen anderen Golfkart finden, können wir ja Rennen machen. Oder so, wir können auch mit dem jetzt so runden und Zeit stoppen. Kennst du die Musik? Alle kommen zu mir.
Alter! Alter, lass einfach nicht drüber reden. Ich bin endlich zu Hause. Ich habe jetzt geduscht. Ich versuche mal kurz in Worte zu fassen, was gestern passiert ist. Um 20 Uhr war 19:99 auf der Stage und dann sind wir raus. Dann waren wir alle tot. Um 20:45 Uhr wäre ein Zug gegangen, der ging direkt nach Berlin. Ich habe dann gemerkt, dass der Zug, den ich gebucht habe, für morgen, Sonntag gebucht wurde, nicht für Samstag. Und der Zug fährt nicht am Samstag. Also da gab es keinen zu derselben Uhrzeit am anderen Tag einfach. Ich bin zum Schalter, die hab gefragt, wann der nächste Zug nach Berlin geht. Die meinten um 10 Uhr. Das ist ein Zug, der geht 11 Stunden von Freiburg nach Berlin. Digga, ich will einfach niemandem wünschen, dass er 11 Stunden im Zug verbringen muss. Das war so anstrengend. Bin endlich zu Hause, aber ey, zum Glück ist die Kacke vorbei. Ich bin so froh, zu Hause zu sein. Und das war der erste Vlog auf diesem Kanal. Wenn ihr mehr davon wollt, schreibt mal in die Kommentare. Vielleicht auch länger. Ich schneide es auch nicht, mache einen Cutter. Von dem her könnt ihr das eigentlich... Sie sitzt da, Durstlöscher und läuft gerade auf mich zu. Hey, jetzt kommt einfach ein Adana-Teller.